Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Sven Catello. Ich möchte Sie mit einer Zirkussensation vertraut machen. Die lebende Kanonenkugel. Im Jahre 1877 wurde sie zum ersten Mal vorgeführt von Rosa Ronda. In London, eine Frau. Und sie ist nur 6 Meter weit geflogen. Aber letztendlich hat man das perfektioniert. Und David Smith im Jahre 2013 hat den Weltrekord aufgestellt. Er ist 60 Meter weit geflogen. Das ist natürlich eine gefährliche Sache. Und ich habe hier einen Stuntman dabei, der heute für uns diese Aktion ausführen wird. Das ist Bob. Und der wird für uns in die Kanonenkugel klettern. Ich mache das mal vor. Der wird da so richtig reingestopft. Und natürlich braucht Bob auch eine Aufgabe. Damit es nicht zu leicht für ihn ist, soll er eine Spielkarte wiederfinden. Deswegen haben wir das Kartenspiel aus 52 Spielkarten. Und ich würde sagen, wir nehmen gleich die. Und genau diese soll Bob nachher für uns finden. Und damit wir es schwierig machen, verlieren wir diese Karte in dem Kartenspiel. Das heißt, die kommt irgendwo mitten hinein. Das Ganze in die Kartenschachtel, denn Bob soll es richtig schwer haben. Ungefähr so. Eine Karte brauchen wir, denn die ist unser Abstandshalter. Was wir auch noch brauchen, ist der Aufbau. Denn so eine Kanone muss exakt im richtigen Winkel stehen und die Ballistik muss stimmen. Und dazu habe ich 2 Schienen mitgebracht. Wir werden die kürzere von beiden benutzen. Kleinen Moment. Ich glaube, die... Ja, jetzt bin ich auch doch ein bisschen verwirrt. Also ich würde sagen, wir benutzen diese Schiene hier und die wird den Abstand zu unserem Kartenspiel herstellen. Die Kanone platzieren wir genau an der richtigen Stelle und jetzt bedarf es nur noch eines Countdowns und wir schießen Bob direkt in die Kartenschachtel hinein. Lassen Sie es uns beginnen. 3, 2, 1, Zündung. Wie wir sehen, ist Bob mitten in die Kartenschachtel hineingeflogen. Und wenn das geklappt haben sollte, dann müsste Bob nicht nur die erste Spielkarte durchdrungen haben, wie wir hier sehen, sondern er ist wirklich mitten ins Spiel geflogen. Und irgendwann muss er die Karte gefunden haben, um die es sich bei uns hier dreht. Und Sie sehen schon, jetzt ist Bob angekommen. Auf dieser Spielkarte ist er wirklich fest drauf. Man sieht noch die Rauchspuren von Bob. Und er hat es geschafft, die gesuchte Karte zu finden. Solche Stunts und noch viel mehr können Sie bei den 23. Ingolstädter Zaubertagen erleben. Wir freuen uns auf Sie.